Moin Moin, ich zeige euch heute, wie ihr den Erfolg aufwärts bekommt. Und zwar dafür müsst ihr ins Sturm, in, nach Sturmheim. Und zwar hier zu dieser riesigen Statue, die sieht man hier relativ gut auch auf der Karte. Und zwar, ihr müsst hoch auf diese Statue, aber da ist halt die Frage, wie kommt man da hin? Wenn man etwas, ja, ich sag jetzt mal, von der Statue aus gesehen, ja, von der Karte her, südwestlich steht, etwas südwestlich, praktisch auf der Karte, knapp unterhalb seines Fußes oder was das sein soll, oder des Schildes, dann seht ihr hier schon einen Eingang. Da könnt ihr entweder hinreiten oder hingehen. Hingehen ist etwas einfacher, da ihr hier ein bisschen springen müsst und nicht die Gefahr, also nicht Gefahr lauft, wieder runterzufallen, wie ich das jetzt gerade mit dem Drachen getan habe. Ich war jetzt allerdings schon oben, habe aber die Schätze, die auf dem Weg sind, noch übrig gelassen. Denn auf dem Weg nach oben sind einige Schätze und ganz oben ist sogar noch eine größere Truhe und die will ich dann halt mit euch zusammen öffnen. Im Grunde genommen müsst ihr da einfach nur reinlaufen und lauft einfach spiralförmig nach oben. Jetzt müsste dann irgendwann nochmal eine normale Treppe kommen. Also zuerst ist es hier so ein bisschen eben, langsam aufwärts steigend und jetzt kommt die Treppe. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast oben. Jetzt geht es eigentlich bloß noch spiralförmig hoch. Und ganz oben auf der Spitze ist dann in der Mitte, genau um diese, also um diese Mitte, die wir drumherum laufen, mit der Treppe, ein Totenkopf mit einem Schwert drinne. Also steckt ein Schwert im Kopf, ein Skelettkopfes drinne. Jetzt müssten wir eigentlich schon fast oben sein. Es dauert halt ein bisschen, bis man oben ist. So, jetzt sind wir oben. Und hier ist dann, wie gesagt, dieser Totenkopf mit dem Schwert im Kopf. Sobald ihr hier oben angelangt seid, habt ihr den Erfolg bekommen. Und ihr könnt ja sogar aus den Augen rausgucken. Von der Statue rauskommt man allerdings noch nicht. Ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie rausklitschen kann. Wenn ich es rausfinden sollte, sage ich euch Bescheid. Und ihr bekommt hier oben dann das Fernrohr. Wo haben wir es denn? Nahschussfernrohr? Habe ich das jetzt nicht bekommen? Normalerweise schon. Bin ich denn blind? Bin ich jetzt blöd? Warte mal. Da haben wir es doch. So. Und dann kriegt ihr dann 70 Artefakt macht. Das war's im Prinzip. Wenn euch der Tipp geholfen hat, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wir sehen uns vielleicht in einem anderen Guide wieder. Bis denn. Tschüss.